Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial. Wir beschäftigen uns heute mit OBS Studio und wie wir das Ganze konfigurieren und grundlegende Szenen und Quellen einrichten und hinzufügen. Wir laden uns zunächst auf der Seite obsproject.com das OBS Studio runter und ich wähle in diesem Fall Windows 7 Plus. So, das Ganze speichern wir ab auf irgendeinem Ordner, auf dem Desktop, wo auch immer. Und dann, wenn das runtergeladen ist, können wir uns das Ganze von dort aus installieren. Das habe ich bereits getan. Und dann seht ihr anschließend dieses hier. Das heißt, ihr habt euren Bildschirm, der gestreamt wird. Und hier unten habt ihr eure Szenen, Quellen. Hier erscheinen dann die Audioquellen. Und hier sind verschiedene Optionen. Ihr könnt das Streaming starten, ihr könnt eine Aufnahme starten, ihr könnt in den Studio-Modus gehen. Das heißt, hier kann man vorher eine Szene sich anschauen, zu der man dann wechseln möchte. Da gehen wir heute aber nicht drauf ein. Das ist halt nicht immer unbedingt notwendig. Wir beschäftigen uns zunächst einmal mit den Einstellungen und dort kommen wir erstmal in die allgemeinen Einstellungen. Hier wähle ich meistens das Dark-Theme. Ich lasse das jetzt aber mal hell, damit das besser sichtbar ist. So, das können wir eigentlich im Grunde genommen alles so lassen, wie es ist. Die Einstellungen sind nicht gut gewählt. Dann kommen wir in den Reiter Stream. Hier wählen wir natürlich Twitch aus, weil wir beschäftigen uns ja natürlich mit Twitch. Und wählen halt den entsprechenden Server. Für mich ist der beste Frankfurt. Und dann müsst ihr noch euren Stream-Schlüssel eintragen. Euren Stream-Schlüssel findet ihr unter in eurem Dashboard unter Einstellungen, Stream-Schlüssel, Schlüssel anzeigen. Den zeige ich euch jetzt natürlich nicht. Wenn ich jetzt hier draufklicke, dann wird er angezeigt. Aber das erklärt sich von selbst. Einfach Copy-Paste den Schlüssel dort reinpacken. So, unter Ausgabe ist normalerweise das Ganze auf einfach gestellt. Ich gehe hier auf erweitert und dann kann ich hier noch verschiedene Settings machen und hier gehe ich auf verschiedene Sachen ein. Schaut bitte, dass CBR, also Constant Bitrate, eingestellt ist. Eure Bitrate, welche ihr hier einstellt, hängt natürlich von eurer Internetgeschwindigkeit ab. Dazu könnt ihr zum Beispiel einen Speedtest ausführen, das habe ich bereits gerade getan. Und dann seht ihr, wie eure Leitung Up- und Downstream, wie die Bandbreite ist. Ich habe hier natürlich reichlich Upload, weil das ist der wichtige Wert. Und den können wir dann hier eintragen, beziehungsweise 80% davon maximal, wenn ihr unter einem bestimmten Wert seid. Twitch unterstützt bis zu 6000 Mbit. Ich wähle hier die 3500, das war früher das Maximum und das ist eigentlich ausreichend. Und dafür können wir uns einfach mal in der Twitch Help uns die Requirements anschauen. Und hier steht zumindest erstmal drin, was wir grundlegend einstellen sollen. Hier ist auch empfohlen CBR. Das Keyframe-Intervall sollte auf 2 stehen. Das haben wir hier natürlich auch auf 2. Dann haben wir die Framerate 25, 30 oder 50, 60 und die empfohlene Bitrate ist 3 bis 6 Megabits. Die Audioeinstellungen sind auf AAC 160 Kilobits und hier die Sampling-Frequenz 44,1 oder 48 Kilohertz. Da erzähle ich euch gleich noch was zu. Natürlich dürft ihr nicht länger als 48 Stunden streamen. So, hier gibt es noch eine schöne Übersicht und zwar Empfehlungen zu eurer Bandbreite, Auflösung, Framerate und dergleichen. Ich nutze dieses Setting hier, 27p 30 fps und hier wird empfohlen 2500 bis 4000. Ich könnte zum Beispiel auch noch auf 4000 hoch, darüber wäre keine unbedingte Verbesserung möglich. Wenn wir das Ganze jetzt zum Beispiel auf 60 FPS machen würden, bräuchten wir schon 3500 bis 5000.
Hier ist auch wieder empfohlen, zwei Seconds, Main oder High. Ich lasse es auf Main, da das mehr Kompatibilität hat. Diese Levelangaben sind optional, die muss man nicht unbedingt einstellen. Die könnte man jetzt zum Beispiel hier unten, könnte man jetzt noch Level 3.1 einstellen. Und dann würde er diesen Level sozusagen halten. Das entspricht halt bestimmten Werten wie die Auflösung, die, also er schreibt im Grunde genommen genau hier die 720p 30 fps über den Level 3.1. Das sind genau die 720p 30 fps fest. Wenn ihr eine schwächere Leitung habt, kann es sich auch empfehlen, auf 480x60 oder halt 480 mit 30 FPS zu gehen, wenn ihr halt irgendwie eine Leitung habt, die ja, 1500 oder ein bisschen drüber ist. Wer nur ein Mbit zur Verfügung hat, der kann natürlich halt nicht so hoch die ganze Geschichte machen. Hier müsste man dann auch mit dem Keyframe-Intervall hoch, das würde natürlich auch zu Fehlermeldungen führen. Ich denke, jeder aktuell gängige PC mit einem i5, mit einem i7, der sollte im Grunde genommen ausreichend Leistung haben, um 720p 30 FPS darzustellen. Wie wir das Ganze noch beeinflussen können, sehen wir auch hier. Hier habe ich natürlich noch für die Prozessorauslastung bei mir Fast. Voreinstellung ist Very Fast. Wenn das auch noch zu viel Last auf eurem Prozessor macht, dann geht ihr natürlich hier zum Beispiel auf Ultra Fast und dann ist auch nicht mehr ganz so viel Last auf dem Prozessor und ihr habt mehr Ressourcen frei für euer Game oder dergleichen. So, ich stelle bei mir Fast ein. Das Profil lasse ich meistens auf Main. Das braucht man eigentlich nicht einstellen. Das ist, wenn hier nichts gesetzt ist, ist das Auto Detect und das wäre normalerweise hier die Umskalierung 1280x720, aber da kommen wir gleich noch im Videoreiter zu. Für das Tuning habe ich hier Film ausgewählt, weil das für schnelle Bewegungen ausgelegt ist. Wenn ihr eher langsamere Sachen habt oder Spiele spielt mit großen Flächen wie Animes zum Beispiel, dann kann man hier Animation wählen. Dann sind große Flächen einfach, sehen dann schöner aus. Film ist eigentlich die beste Variable oder halt einfach auf nichts, dann wird da kein Parameter gesetzt. So, für mich hat sich die 3500 Bitrate eigentlich ganz gut bewährt, weil man muss natürlich auch bedenken, wenn die Leute, die euch zuschauen, auf den Quellenmodus gehen, das heißt die maximale Qualität, die ihr anbietet, müssen sie auch in der Lage sein, in dieser Geschwindigkeit runterzuladen. Ja. Es gibt immer noch heutzutage Leute, die haben halt weniger als DSL 6000 Anschluss. Ja. Ich denke mal 4000 wäre auch noch okay, aber man muss halt auch bedenken, es gibt auch Leute, die gucken vielleicht mit dem Handy zu, gut, Stream über LTE oder so, sich anzuschauen, könnte ein bisschen teuer werden, je nach Tarif, aber das muss dann jeder für sich selbst entscheiden. Auf dem Handy hat man meistens auch ein kleineres Bild, dann fällt das nicht ganz so ins Gewicht. So, das heißt, hier machen wir keine Optionen zusätzlich rein. Ich lasse bei mir auf Fast. Ihr müsst ausprobieren, was euer Prozessor schafft. Ich zum Beispiel habe jetzt hier einen i7-4097K drin. Der ist ein bisschen übertaktet. Taktet bis zu 4,5 irgendwas. Jetzt habe ich natürlich noch nicht so viel Last drauf. Ich nehme jetzt quasi nur lokal auf. Und mit einer sehr hohen Bitrate, mit 8000 Kilobits. Das mache ich aber mit einem zweiten OBS. So. Dann kommen wir hier noch zu den Aufnahmen. Wenn ihr lokale Aufnahmen macht, dann guckt halt, dass ihr hier nicht unbedingt MP4 drin habt, sondern irgendwie FLV, MKV oder was auch immer eure Videosoftware unterstützt. Und im Audio-Reiter stellen wir die soeben bereits genannten 160 Kilobits ein, weil die werden maximal unterstützt. So. Dann gibt es noch die Audioabteilung. Hier habe ich aus ganz bestimmten Grund alles ausgeschaltet gelassen. Warum, das seht ihr gleich.
Klar, auf Stereo, weil ne, das sollte man schon machen. Und hier die Abtastrate habe ich bei mir auf 48 kHz gestellt. Das hängt natürlich von euren Audio-Settings ab. Wenn wir uns jetzt mal unsere Audio-Settings anschauen. Ich habe hier eine Soundblaster Raccoon 3D. Habe noch eine Emu-Soundkarte drin, die im Moment nicht in Benutzung ist. Und hier gehen wir mal auf die Eigenschaften. Das hängt natürlich von eurer Karte ab. Oder meistens bei Onboard ist es auch teilweise nicht vorhanden. Aber hier habe ich 48 kHz eingestellt. Sogar mit 24 Bit. Das unterstützt meine Soundkarte. Und das stelle ich halt bei allen meinen Audiogeräten ein. Das heißt, mein gesamter PC läuft im 48 kHz Modus. Und da seht ihr auch schon, da läuft mein Mikrofon. Und auch das haben wir hier so eingestellt. Hier ist auch noch ein Mikrofoneingang. Da hängt jetzt auch ein Mikrofon dran. Aber das nutze ich eigentlich nicht, weil das ist viel zu weit weg. So, hier lassen wir das aus. Das erkläre ich euch gleich warum, das sehen wir dann gleich in den Szenen. Im Videoreiter haben wir hier unsere Basisauflösung unseres Hauptmonitors oder wenn ihr mehrere habt, aber stellt einfach nur die Auflösung eures Hauptmonitors ein. Das heißt, da wo ihr das Spiel drauf spielt, in meinem Fall ist das ein Full HD Monitor. Dann skalieren wir das Ganze runter auf 720p. Das gibt eine bessere Qualität, als wenn ich jetzt auf 1080p streame, weil die Bandbreite ist zwar jetzt nicht mehr limitiert von Twitch. Wir können bis zu 6 Mbit ausgeben. Ich gehe aber den Kompromiss mit 3500 ein. Dann habe ich hier noch eingestellt den Langsos. Das heißt, da wäre noch quasi noch eine Verbesserung des Bildes. Kostet natürlich auch Ressourcen. Ihr müsst schauen, ob für euch diese 32 Stichproben funktionieren. Wenn natürlich zu viel Last auf dem Prozessor ist, dann solltet ihr natürlich hier einfach dann bikubik oder bilinear nehmen. Und dann stellen wir die 30 FPS ein, weil 60 FPS wäre natürlich auch die doppelte Bildzahl, die berechnet werden muss. Und das überfordert dann den Prozessor auch am Ende, je nachdem, was euer Spiel noch an Leistung braucht. Es gibt ja mittlerweile Games, die schon sehr, sehr ressourcenhungrig sind. Die Hotkeys lassen wir jetzt erstmal weg, weil wir haben jetzt hier noch keine Szenen drin. Da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Und unter Erweitert, ich lasse die Prozesspriorität auf Normal. Direct3D ist vorgegeben, Farbformat NV12 ist auch vorgegeben, ist eigentlich wie i420. Da gehe ich jetzt aber nicht weiter drauf ein, auf die Farbformate. Was ihr noch einstellen solltet, ist 709, wenn das nicht schon voreingestellt ist, ich bin mir gerade nicht sicher, und halt begrenzt, wir brauchen nicht den vollen Farbraum. Das muss auch nicht unbedingt sein. Seit der 18.01 gibt es die Möglichkeit, Audio-Monitoring zu machen. Das heißt, Videoquellen, die ihr abspielt, die könnt ihr euch auch ausgeben lassen. Und hier lasse ich einfach die Standardeinstellung, die euch dann quasi den Sound wiedergibt. Das wäre im Grunde mein ganz normaler digitaler Out, weil ich habe hier einen optischen Anschluss an meinem Pult und an meinen Speakern. Und das ist im Grunde genommen hier mein SPDIF Out. So, hier unten brauchen wir eigentlich nicht viel einstellen. Die beiden Häkchen sind normalerweise nicht gesetzt. Beim OBS Classic hatte ich da meine Probleme mit, da habe ich die ausgelassen. Hier im OBS Studio funktioniert das und scheint auch ziemlich gut zu gehen, weil ich dann so um die 8 Sekunden nur Verzögerung habe, was ein sehr, sehr guter Wert ist. So, das lassen wir jetzt erstmal alles so stehen. Und dann kommen wir, okay, und dann kommen wir dazu, dass wir uns hier unsere Szenen einrichten. Ich fange erstmal an, benenne die um und sage, das ist jetzt meine Game-Szene. Und da ich eine G19-Tastatur habe mit Makros, sage ich, das ist meine 1. Also meine Taste, Makro-Taste 1, die schreibe ich jetzt einfach dahinter. So. Und dann kann ich jetzt auch über die Einstellungen, über Hotkeys sagen, zu Szene wechseln. Und dann tippe ich mal auf meine 1, das was ich da hinten für eine Tastenkombination hinterlegt habe. Und dann ist das quasi auch schon gesetzt. Das heißt, ich kann jetzt einfach durch Drücken meiner G1-Taste auf meiner Tastatur direkt zu dieser Szene wechseln. Egal, ob das Fenster im Fokus ist oder nicht.
Und wenn ich hier mehrere Szenen habe, dann ordne ich diese den verschiedenen Tasten zu und kann halt entsprechend umschalten. So, wir könnten jetzt natürlich, wenn wir mehrere Szenen haben, wie ein Game oder eine Pause oder ich will einen Browser darstellen oder ich will irgendein Bild einspielen, ich habe ein Intro, ein Outro, ich habe ein Pre-Streaming und dergleichen, dann haben wir bestimmte Elemente, die wir in allen Szenen immer brauchen. Damit wir die aber nicht in jeder Szene bei eventuell einer Änderung verschieben müssen, in jeder Szene, dafür erstellen wir uns einfach eine zweite oder eine zusätzliche Szene. Und das nenne ich mal Overlay. Und in diesem Overlay, Overlay machen wir später. Ich nutze jetzt zum Beispiel hier, wir nennen das nochmal um. Wir bauen jetzt erstmal einen Background. So, Background, und dort fügen wir hinzu ein Bild. Nennen das, ich nenne das jetzt mal abgekürzt BG. Weil man darf keine Namen doppelt haben. Auch egal ob Szene, Quelle, es darf jeder Name nur einmal vorkommen. So, dann suchen wir uns eine Bilddatei raus. Und zwar Images, Backgrounds. Das ist mein Desktop-Hintergrund. Und den setzen wir jetzt da rein. Das Ganze können wir natürlich noch anordnen, wenn wir möchten. Aber wir lassen das jetzt einfach mal so. So, ich habe bei mir noch so eine kleine Diashow laufen. Da fügen wir dann eine Diashow ein. Das können wir einfach auf Diashow lassen. Das sind Standardgeschichten. Dann mache ich hier noch Random. Und dann füge ich ein Verzeichnis hinzu und sage Show und wähle den Ordner aus, füge den ein und dann haben wir da unsere Elemente. So, das ist natürlich ein bisschen groß. Ich schiebe das mal kleiner und kann hier jetzt über Transformieren auf dem Bildschirm zentrieren. Ist natürlich ein bisschen hoch, ziehen wir jetzt etwas runter, damit wir genau die Mitte treffen. Gehen wir aber hier über Transformieren, Transformation bearbeiten. Wir wählen auch hier Mitte aus und sagen nochmal Transformieren auf Bildschirm zentrieren. Und jetzt kann ich hier nochmal das Ganze etwas runtersetzen. Und zwar dahin, wo ich es hinhaben möchte. Damit zum Beispiel da oben der Schriftzug besser zu lesen ist. So, dann habe ich das jetzt als Hintergrund laufen. Das Bild wechselt alle paar Sekunden mit einem kleinen Fade. So, da haben wir eine schöne Animation im Hintergrund. Und das ist jetzt mein Background, den ich hier in meine erste Szene einfüge und sage hier Szene, ich wähle den Background aus und dann ist er drin. So, als nächstes bauen wir uns unser Overlay. Und dieses Overlay bekommt natürlich auch ein Bild. Da müsst ihr halt gucken, ich sag das mal, ist das die Top-Bar. Und die wählen wir halt aus und setzen die da oben hin. So, auch hier können wir wieder das Ganze zentrieren und oben in der Mitte, genau, dann können wir nämlich den Wert auf 0 lassen und setzen das mal auf die Mitte und hier gehen wir nochmal rein und sagen hier 0. So, das heißt, das haben wir jetzt oben in der Mitte zentriert. Das ist meine Bar, die ich sonst benutze und jetzt fügen wir die noch hier mit ein, die Szene, und sage Overlay und das Ganze muss ich natürlich genau, oben drüber haben. Also hier ist natürlich geschichtet, das unterste ist natürlich ganz unten und was oben ist, steht über allem drüber. Wenn ich das Overlay jetzt hier drunter schiebe, dann ist der Background im Vordergrund. Wir wollen aber den Background unten haben. So, in diesem Overlay wollen wir jetzt bestimmte Elemente anordnen. Dafür brauchen wir natürlich auch wieder ein Tool und dieses Tool ist in meinem Fall Maxi. So, Maxi sagt,
ist im Grunde genommen nichts weiter als ein Follow-Alert, Donation-Alert. Man kann seine Donation sogar verwalten. Ich kann Hosts anzeigen lassen. Ich kann das Ganze konfigurieren. Und das zeige ich euch jetzt mal ganz kurz in einem Schnelldurchlauf. Wir brauchen zunächst einmal den Ticker. Den laden wir uns runter. Und wenn wir den runtergeladen haben, dann installieren wir den. Wenn wir den installiert haben, dann starten wir den. Ich habe das ja bereits installiert. Und dann sieht das Ganze so aus. Ja, beim ersten Start müsst ihr euch natürlich einmal mit eurem Account verbinden. Und dann könnt ihr hier euer Verzeichnis anlegen. Ich habe mir auf C, also auf meinem Hauptlaufwerk, einen Ordner angelegt, Twitch, wo alles drin ist, was meinen Stream betrifft. So, und hier habt ihr verschiedene Sachen, die halt natürlich auch für Partner oder so gelten. Die gelten natürlich für mich nicht. Ich bin noch kein Partner. Und dort könnt ihr euch bestimmte Werte als Textdatei rausziehen. Ja? So, das Tool läuft einfach im Hintergrund. Das braucht ihr nur starten und übers X klein machen. Das läuft dann in der Taskbar weiter und ist dann nur als Icon sichtbar. Das heißt, ihr braucht das gar nicht während des Streams offen haben, weil es wird immer nur regelmäßig, werden die Dateien aktualisiert, beziehungsweise wenn etwas stattfindet, eine Änderung, dann macht er quasi ein Update auf diese Datei. So, jetzt gucken wir nochmal im Dashboard. Jetzt müsste er sagen, genau, jetzt haben wir den Ticker verbunden, ja, und es fehlt noch unser Alert Package. Und das Alert Package, wenn noch nicht erstellt, es gibt ein Default Alert Package und hier können wir uns die URL rauskopieren. Ich zeige euch eben ganz grob, wie man das Ganze einstellt. Vielleicht mache ich da nochmal ein Tutorial zusätzlich. Aber ihr habt ja eure Follower, Donations, Hosts und Subs, wenn ihr welche habt. Ich nutze hier die Advanced-Methode, weil ich kann mit HTML, CSS einigermaßen umgehen. Hier können wir noch eine Animation einstellen. In meinem Fall ist das von oben nach unten. Ihr kennt das wahrscheinlich, ne? Und den Follower nenne ich einfach New Follower. Das Ganze wird 7 Sekunden angezeigt. Und hier über Display Conditions kann ich natürlich nichts einstellen. Das ist alles so eingestellt. So, ich kann mir die Größe des Fensters anzeigen lassen und dafür einstellen. Ich kann hier aber nicht reinklicken, um das zu ändern. Das mache ich bei Maxi hier über, hier wird zum Beispiel angezeigt, indem ich das die Größe des Fensters verschiebe. Ja, so, jetzt muss ich wieder meine 590 mal 220 einstellen. Genau. Und dann speichert er das auch direkt ab. So, in dem HTML-Tab, entweder kann ich über Simple, kann ich nochmal zeigen, hier den Text direkt ändern. Oder ich kann auch über Advanced hier reingehen und im HTML direkt eintippen, wer sich ein bisschen mit HTML auskennt. Ich gehe aber nicht großartig drauf ein. Wichtig ist nur, wenn ihr das mit einer Audiodatei hinterlegt habt, dann müsst ihr diesen Tag hier nochmal unterhalb der Ausnahme reinkopieren. Ja, dass quasi hier in dem Editor eine farbige Markierung ist. Alles, was zwischen diesen Doppelpunkt-Pfeilen ist, wird natürlich nur, das ist einfach nur Information, die wird vom HTML nicht interpretiert. Das ist quasi so nicht existent. Unter CSS, hier könnt ihr zum Beispiel, wie ich das auch gemacht habe, eure Schriftart noch eintragen und die muss natürlich auch lokal auf eurem PC vorhanden sein oder auch entsprechend in eurem Online. Ja. So, hier kann ich noch die Farbe einstellen für die ganze Geschichte, damit ich da das entsprechend meinem Overlay angepasst habe. Dann könnt ihr noch über Media hier Dateien hinzufügen. Das habe ich bereits ja gemacht. Ja, aber da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Dann könnt ihr noch Sounds einfügen, am besten OGG. Die sind am besten zu verarbeiten. Ich würde auch gucken, dass ihr eure Sounds, wenn die halt relativ laut sind, hier über den Slider noch in der Lautstärke anpasst. Das ist eigentlich ziemlich überall das gleiche. Der Aufbau, ihr ändert halt nur den Text und macht vielleicht ein anderes Bild rein oder was auch immer. So, hier können wir jetzt unsere Package-URL rauskopieren. Die zeige ich euch natürlich nicht. Ich
blende das quasi gleich dann mal aus. Und dann könnt ihr in OBS reingehen. Hier haben wir so einen Topbar. Und dann verbinden wir einmal den Alerter. Das machen wir über eine Browser Source und sagen Alerter. So, hier kommt gleich unsere URL rein und hier müssen wir unsere Größe einstellen, die wir gerade gewählt haben. Mit 220, 30 FPS. Wir brauchen hier eigentlich nichts machen, das können wir eigentlich so lassen. Und dann kommt hier rein unsere URL. So. Und dann sollte jetzt hier im Grunde genommen das Ganze auftauchen als Datei. So, ob das Ganze funktioniert, können wir uns mal eben... Achso, Moment. Es gibt auch ein Live-Dashboard sozusagen für Maxi. Das könnt ihr quasi nebenbei aufhaben. Ich schiebe mir das meistens irgendwo in die Ecke und dann sehe ich halt hier neuer Follower, ein Host zum Beispiel oder eine Donation, da wird auch der Text angezeigt und solche Geschichten. Ja, so, und jetzt könnte ich hier einfach sagen Send, ja, und dann kommt da im Grunde genommen das Ganze auf, ja, wird dann eingeblendet. Ja, ich kann es nochmal machen, kommt er von oben reingeslidet und dann geht er nach 7 Sekunden wieder raus. So, das ist natürlich nur ein Test. Ja, wenn ich das neu lade, die Seite, dann ist wieder der aktuelle Zustand. So, das gleiche gilt natürlich auch für einen Host. Ja, ich kann hier auch einen Test-Host setzen. Ja, und dann seht ihr, was da runterkommt. So, wir wollen hier oben jetzt noch kurz einen Text einfügen. Und dafür gehen wir auf Textquelle und sagen Follower und den setzen wir zum Beispiel auf 18, das wird, da war ich zu langsam, damit setzen wir da rein, dann lesen wir das Ganze aus der Datei und da habe ich mir den Ordner ja hier hingelegt und dann schauen wir schnell, wo wir das finden, Most Recent Follower, da ist er. Ne? Und da sehen wir auch, ne, der, den wir hier quasi drin haben. Genau, das war der Test. Kann man nochmal ausmachen. Wenn ich die Seite neu lade, dann sehe ich den aktuellen Zustand, wie er richtig ist. Das war der letzte Follower und der steht jetzt auch hier in unserer Textdatei drin. So. Wir wollen die Ausrichtung zentriert machen und auch hier zentriert. Und dann packen wir das Ganze, brauchen wir noch Farbe, wählen wir hier, was machen wir denn da, C8 zum Beispiel, das ist mein Grau, was ich verwende. Und dann können wir das Ganze noch mit einer Kontur versehen, Farbe auswählen, die habe ich jetzt nicht im Kopf, aber wir nehmen einfach mal hier so ein Braun und ja, das sollte eigentlich funktionieren. So, ups, nicht größer machen, sondern ich kann immer hier wieder zurücksetzen oder Ctrl R und das Ganze, egal, packen wir dahin und dann sage ich hier transformieren Größe 20, also Ausrichtung oben in der Mitte und das wären, glaube ich, irgendwie 100 oder so, müsste natürlich wieder in dem richtigen Verhältnis sein. Ich könnte es jetzt nochmal zurücksetzen, das machen wir auf 0. Ja, F kriegt ihr nicht richtig gepackt. Man kann den auch mit der Maus verschieben, mit den Pfeiltasten. Ich setze ihn jetzt mal ungefähr in die Mitte, das kann man natürlich noch genauer machen. Genau, wir setzen den nochmal zurück und transformieren den
770 war das, glaube ich, genau. So roundabout. Ja, Ausrichtung oben links. Mitte. Jawohl. So, und dann müssen wir hier. Oben in der Mitte. So, das wollen wir haben. So, zack. So, dann steht da oben der drin, ist jetzt nicht ganz mittig, könnte man jetzt noch ein bisschen ausbaldowern. Und dann würde hier immer der aktuelle Name drin stehen des letzten Followers. Und wir können noch unsere Donation List nehmen. Das heißt Donators in dem Fall zum Beispiel. Und auch hier machen wir Emmet, setzen das auf 18. Wählen auch hier wieder C8. Und lesen aus der Datei Recent Donators. Genau, so. Und da steht jetzt eine lange Liste. Und die wollen wir natürlich auch. Nehmen jetzt erstmal das Braun. Das ist nicht das Richtige, aber das sollte so funktionieren. So. Das heißt, hier haben wir jetzt eine lange Liste. Die müssen wir da oben irgendwie reinbekommen. So, und jetzt haben wir die Möglichkeit, über Filter eine Bewegung reinzusetzen und können die Breite und die Höhe begrenzen. Die Breite ist 200 und die Höhe ist in dem Fall 20 zum Beispiel. Und jetzt kann ich hier eine Geschwindigkeit machen. Ihr könnt natürlich auch aufwärts scrollen. Ja. So, jetzt steht das da drüben. Und jetzt kann ich das hier hinsetzen, kann das natürlich auch noch ein bisschen entsprechend mit, ja, da so richtig vernünftig reinsetzen. Und jetzt seht ihr, das läuft da oben vernünftig durch. So, und jetzt haben wir ja nur in dieser Szene gearbeitet, jetzt gehen wir auf unseren Game und ihr seht, er übernimmt das direkt. Ja? Das heißt, wir brauchen nur in unserem Overlay Dinge ändern. Und es ist in allen Szenen, wo ich diese Szene eingeführt habe, ist es immer vorhanden. Ja? Das macht das Ganze ein bisschen einfacher. Gut, das ist jetzt nicht ganz mittig. Aber ich kann das jetzt, wie gesagt, dann hier unter Follower noch ein bisschen rüberschieben. Ja, so, also vielleicht. Es ist ja mittig. Ne? Das heißt hier, das Feld passt sich automatisch an in der Namensgröße. Können auch noch mal eben hier Most Recent Follower, das können wir noch mal eben hier sagen wir mal Test User Follower, damit er auch ein bisschen länger ist, speichern das ab und dann seht ihr, zack, steht da oben der neue Name drin. Ja. So, und das sollte eigentlich gleich irgendwann automatisch sich wieder in den letzten User setzen, weil wir haben ja hier, ne, ab und zu werden die Dateien ja immer wieder aktualisiert und dann wird das hier automatisch reingeschrieben. So, das heißt, hier haben wir jetzt unsere Szene für das Overlay gebastelt und können die in allen weiteren Szenen verwenden. Gut. Jetzt können wir noch hinzufügen eine Kamera. Ich nenne das jetzt mal Cam. Ja, Cam heißt das. So, und da bin ich. Ihr seht mich. So, Auflösung, Gerätestandard, Benutzer definiert, wählen wir hier aus. Und ich wähle bei mir meistens 800x600. Videoformat. Kann i420 nehmen, weil das entspricht NV12, dann sind die angeglichen. Ich nehme hier 709 und dann teilweise. Da ich einen Greenscreen benutze, ist natürlich wichtig, wenn ich die Kamera einstelle, dass ich hier nichts auf Automatik habe, sonst würde das Bild ständig schwanken. Ja, es ist jetzt ein bisschen hell, aber das soll uns nicht weiter stören. So, das heißt, das fügen wir jetzt zum Beispiel hier ein. Und jetzt fehlt uns natürlich noch das Greenscreening und das können wir über Filter Chroma Key hinzufügen. Zack, und da ist es auch schon raus. Hier muss ich noch ein bisschen höher gehen. Da müsst ihr selber ein bisschen probieren, wenn ihr ein Greenscreening benutzt. Ich könnte jetzt auch hier noch das Ganze ein bisschen angleichen.
ist das alles nicht ganz so hell. Ja. So, ich möchte natürlich mein Overlay immer oben haben und die Kamera bleibt drunter. So, jetzt wenn ich die Kamera dahin schiebe, ne, dann seht ihr, ja, die sind halt übereinander. So, was können wir noch machen? Wir können noch hinzufügen einen Chat. Dafür brauchen wir wieder eine Browser Source und das wäre dann das Chat Overlay und da gehen wir nochmal in unseren Browser und Maxi haben wir jetzt fertig, das habe ich euch auch gezeigt. So, und da nutze ich zum Beispiel von NightDev den Chat, den CapChat. Gehen wir hier auf nightdev.com, dann klicken wir auf Projects und nehmen dann CapChat Install for OBS. Das brauchen wir nicht in Studio-Version, weil die Browser-Source ist bereits integriert. Dann geben wir hier einfach unseren Channel-Namen ein. Ich nutze immer noch das Prevent Clipping, dann wird unten nicht unbedingt abgeschnitten oder halbe Zeilen. Und dann nehme ich hier das Dark und dann erzeugt er einen Link. Den kopieren wir uns und fügen den hier oben ein. Hier können wir noch die Breite, obwohl das können wir auf 800 mal 600 lassen. Und wir brauchen noch die CSS-Geschichten, die fügen wir auch noch hinzu. Und dann ist das Ganze eingerichtet. Jetzt müsst ihr das umschalten. Genau, so. Das heißt, hier haben wir jetzt unseren Chat und der wird quasi ständig mitlaufen, wer einen Chat haben möchte. Ihr könnt natürlich auch auf den Chat verzichten. Ne? So, wundert euch nicht, dass ich hier rüber gucke, weil ich habe das auf einem extra Monitor, damit wir gleich keinen Tunneleffekt kriegen, wenn ich Games und so einen Scheiß einfüge. So, also das heißt, wir haben jetzt hier schon mal eine grundlegende Szene und in der Game-Szene würden wir natürlich, nein, wir können das jetzt nein, das wollte ich nicht. Und zwar lassen wir das erstmal so. Wir können das ja gleich nochmal abändern. Und zwar, das ist einmal Chat, einmal Kamera, ja, den Hintergrund. Ja, da könnte ich jetzt zum Beispiel auch in den Background beliebig das verändern und es wäre dann hinterher in allen Szenen gleich. So, was uns hier jetzt noch fehlt, ist natürlich Audio, ja, weil hier ist nichts drin. Die Kamera nutze ich nicht, das Mikrofon. Und zwar mache ich das hier über Audio-Eingabe. Das wäre dann in dem Fall Mic Audio. Ich benenne halt meine Quellen auch immer vernünftig, damit man die schnell wiederfindet. Das wäre hier der Digital-In. Und dann seht ihr hier unten, ja, haben wir unsere Quelle. Die schiebe ich ganz nach unten, weil es ist halt reine Audioquelle. Was brauchen wir noch? Wir brauchen noch eine Ausgabe und das wäre dann der Desktop Audio und hier nutze ich zum Beispiel meinen Standardausgang und hier wäre jetzt eventuell, ich kann ja mal irgendeinen Sound hier, ne? Und dann habt ihr hier gesehen, kommt da auch ein Signal an. So, das schieben wir wieder nach unten. Ich nutze zum Beispiel, wenn ich TeamSpeak habe, ich habe meinen TeamSpeak auf einem zusätzlichen Ausgang konfiguriert, dann kann ich TeamSpeak unabhängig vom Desktop in der Lautstärke einstellen. Ja, da könnte ich jetzt zum Beispiel wieder sagen, Audio-Ausgabe und sag mal TS-Audio und wähle hier Lautsprecher. Ja, und dann habe ich hier meinen TS und könnte das unabhängig vom Desktop konfigurieren und einstellen. Da habe ich natürlich auch noch einen extra Ausspielweg auf meinem Pult, damit ich da mir das einstellen kann, und um das besser zu hören oder was auch immer. So, das könnte ich jetzt nochmal da runterpacken. Und im Grunde genommen habe ich jetzt meine grundlegende Szene fertig. Jetzt fehlt mir nur noch die Game-Aufnahme. Ich nutze bei mir ausschließlich randloses Fenster, wenn verfügbar. Ansonsten muss ich halt eine Spielaufnahme nehmen und da wird dann halt immer der entsprechende Vollbildanwendung benutzt. Ich nutze aber die Bildschirmaufnahme und sage
Game Monitor zum Beispiel. Und da nehmen wir genau die Anzeige. Da ist jetzt nichts zu sehen. Und die schieben wir jetzt entsprechend über den Background. Genau. Das heißt, hier jetzt im Hintergrund, ne, wenn ich das ausmache, da ist mein Background. Und dann kann ich hier mein Game direkt da reinschieben. So, ob das funktioniert, das schauen wir uns jetzt mal kurz an. Wir starten einfach mal ein Spiel. Wer möchte irgendwas installieren? Ja, genau. So, ja, ich nehme jetzt mal Far Cry. Wird jetzt vielleicht ein bisschen dauern mit dem Laden. Er meldet sich an. Ja, jetzt haben wir den Chat ein bisschen groß. Das können wir gleich noch ein bisschen angleichen. Damit wir auch nicht ganz so groß im Hintergrund zu sehen sind. Ich wäre viel zu dominant, wenn ich das jetzt so lasse. Ja. Aber ihr seht, ne, da läuft jetzt einfach ganz normal im Hintergrund das Spiel und ich wäre quasi im Vordergrund. Ja. Und das läuft super in der Vollbit-Anwendung. Das heißt, ich kann auch hier nebenbei, ich kann reingehen. Ne, ich habe meinen Desktop-Sound. Ihr seht unten auch die Audio-Ausgabe vom Spiel. Ja. Und ich kann trotzdem auch nochmal wieder hier auf den Desktop klicken oder was auch immer. Ich kann super schnell hin und her wechseln. Okay, das dauert jetzt doch ein bisschen lange. Verbindung. Ja, Far Cry werden wir auch demnächst dann noch zu Ende spielen. Wir haben etwa 30% oder sowas, glaube ich. 34, 35 quasi. Ne? So, aber das machen wir wieder aus. Und dann machen wir auch hier wieder aus und dann habe ich jetzt quasi meine Szene, wo ich zum Beispiel ganz normal meine Konversation mache, wenn kein Spiel läuft. Das heißt, ich spreche einfach mit den Leuten und ich bin ganz schön hell, ne? Bisschen zu hell. Ja, die Sonne scheint auch, ist ein bisschen überbelichtet. Gut, hier haben wir jetzt noch dann die Möglichkeit, diese ganzen Sachen zu klonen. Und hier sage ich mal, dann ist das Talk. Das wäre zum Beispiel in meinem Fall, sagen wir mal, 3. Schieben wir da hoch. Und jetzt machen wir nochmal, und zwar, dann machen wir dann Pause 2. So, und ihr seht, ich kann jetzt zwischen allen hin und her switchen. Ja, und kann das auch ganz normal, ich gehe mal hier aus dem Fenster weg, über... Mit der 1 komme ich jetzt wieder in meine aktuelle Szene, damit wir hier in den anderen Szenen Game Pause zu Szene wechseln. Da nehmen wir die 2 und bei Talk nehmen wir die 3. So, genau. Und jetzt könnte ich über meine 3 Tasten einfach zwischen den einzelnen Szenen hin und her wechseln. So, im Pause-Modus wollen wir natürlich das Mikrofon ausmachen und die Kamera ausmachen. Und wir möchten natürlich auch einen anderen kleineren Chat haben. So, ich kann mehrere Chats parallel laufen lassen. Hier gehe ich nochmal auf die Geschichte ein. Da, das kopieren wir uns mal eben raus. Und wir fügen hinzu eine neue Browser-Source. Sagen Chat Overlay Small. Zum Beispiel. Ja, ich habe mir irgendwie angewöhnt, das mit englischen Begriffen zu machen. Jetzt muss ich das einmal abspeichern. Dann nehmen wir jetzt einen kleineren Chat. Der skaliert das automatisch um. Ja, seht ihr hier, zack. Und wir brauchen natürlich noch, ja, wir könnten das auch einmal eben Big nennen und brauchen hier nochmal das raus. Also eigentlich ändern wir nur die Auflösung und haben unseren Chat dann sozusagen auch dann etwas kleiner. Ich kann hier noch mit dem CSS ein bisschen rumspielen. Ich könnte noch eine Schrift dann einfügen. Ich könnte Schriftgröße, ja, ich könnte eine Kontur setzen. Wer sich ein bisschen mit CSS auskennt, ich lasse das im Moment einfach nochmal ganz normal. Es werden in dem CapChat auch Emotes angezeigt, die verschiedenen Farben,
wenn jemand sich eine Farbe gegeben hat, eine Namensfarbe, das wird alles mit übernommen. Ne? So, im Pause-Modus brauchen wir zum Beispiel das Ding nicht. Und wir gehen jetzt in den Talk, genau, und im Game-Modus brauchen wir den nicht. Und da packen wir uns hin eine bereits vorhandene Browser-Source und sagen, die packen wir da rein. Und wir machen natürlich hier die Kamera kleiner. Ja? So, das heißt, wäre das mein Game-Modus, bei Pause wäre die Kamera und das Mikrofon aus und im Talk wäre das dann in groß, ja, zum Beispiel. So, was können wir noch machen? Wir können noch zum Beispiel uns, wenn wir im Game-Modus sind, natürlich auch diverse Sachen dahin ziehen, ja. Jetzt müsste ich Game wieder anmachen. Das heißt, ich könnte jetzt alles, was auf diesem Monitor zu sehen ist, ne, ihr seht, das ist auch alles dahinter, ja. Das wäre zwischen Background und Overlay, beziehungsweise Kamera und dergleichen, ja. Das heißt, alles, was in diesem angezeigt wird, wird quasi da reingesetzt. So. So, meine Maus ist natürlich da drüben. So, im Pause-Modus könnte ich jetzt auch sagen, ich nehme das Game, das läuft im Hintergrund weiter. Ja, so mache ich das normalerweise auch. Und dann brauche ich wieder, also das können wir zumachen. Achso, habe ich schon weggemacht. Okay, ist auch halb so wild. So, ihr seht ja auch ungefähr, wie das dann aussieht, wenn der Chat voll ist. Die Streamer-Settings habe ich euch gezeigt. Ne, da könnt ihr nochmal gucken über die Twitch-Help-Geschichte und die Requirements. Und das haben wir auch schon gesehen. So. Was ist noch wichtig? Im Grunde genommen haben wir jetzt hier einmal die Möglichkeit noch über die sozusagen die Einstellung, die ich gemacht habe im Audiobereich, dass hier alles aus ist. Erst dann haben wir die Chance, hier bestimmte Quellen ein- und auszuschalten. Ja, das heißt, im Game-Modus habe ich zum Beispiel alles an. Bei der Pause mache ich das Mikro aus und die Kamera aus. Und hier habe ich natürlich das Game aus. Ja, und so kann ich mir verschiedene Szenen zusammenbasteln. Ich könnte jetzt auch das Game da jetzt rauslöschen. Ist aber nicht wichtig. So, wichtig zu wissen ist halt, wenn ich im Background sage, ich nehme die Diashow raus, dann ist sie überall raus. Ja, das heißt, damit kann ich jetzt das steuern global, auch die Anordnung und alles wird quasi übernommen. Ja, ich habe hier, man könnte noch, wenn man das in seiner Szene besser wiederfinden will, weil er übernimmt halt auch hier, ne, die ganzen Geschichten. So, Chat-Overlay sollten wir vielleicht auch noch umbenennen, um einfach hinterher in unserer Szene zu sehen, was ist das überhaupt für eine Quelle, ja, weil ich kriege ja die Szene, ich kann sie hier nicht ändern, ich muss sie natürlich da ändern. Hat alles Vor- und Nachteile, ich kann halt mir verschiedene Sachen basteln, ja, und in jeder Szene einzeln die Sachen einfügen, muss aber dann halt, wenn sich irgendwas ändert, ich muss ein Bild austauschen oder ich ändere meine Schrift, meine Farben, dann muss ich das alles jedes Mal wieder in jeder einzelnen Szene, ja, angleichen. Ja. Ach so, wir können jetzt noch einmal die ganze Geschichte noch mal klonen und sagen, wir machen noch mal ein Intro, nennen das dann 4. Und hier machen wir natürlich auch, hier mache ich alles aus, weil ich spiele hier ein Video ab, ja. Auch den Game-Monitor brauchen wir nicht. Und da wäre dann auch der Chat nicht vonnöten. So, ja, doch, den Chat können wir drin lassen, weil wir packen den ja komplett drüber. Und beim Intro fügen wir jetzt, ihr solltet natürlich VLC installiert haben, eine Videoquelle hinzu und sagen Intro Video. Warum schreibe ich das groß? Keine Ahnung. Intro Video. Und dann sagen wir, Wiedergabeliste wiederholen brauchen wir nicht. Nein, anhalten, wenn nicht sichtbar, neu starten, wenn sichtbar. Und füge eine Datei hinzu.
Und da habe ich dann Videos und das wäre dann hier zum Beispiel das Intro. Ich sage okay. So, jetzt hört man nichts, aber in der 18.01 gab es ein neues Feature und da kann ich nämlich hier Monitor und Ausgabe sagen. Ich muss erstmal leiser machen, sonst hört ihr mich nicht mehr. So, das heißt, da läuft jetzt das Video ab und wenn das Video abgelaufen ist, seht ihr halt quasi das, ja, wenn das Video zu Ende ist. Und jedes Mal, wenn ihr es wieder aktiviert, fängt es von vorne an. So, nach dem Video, wir könnten hier auch noch einmal in die Hotkeys rein und halt Intro, da Intro zu Szene wechseln. Das wäre dann die 4. Das kann ich auch nochmal hochschieben. So, jetzt habe ich dann meine ganzen Szenen und ich habe jetzt hier auf 3 und ich kann jetzt wieder direkt mit der 4 in meine Szene rein, also über meine Makrotastatur. Ja. Da müsst ihr euch verschiedene Kombinationen müsst ihr ausprobieren, was funktioniert, ohne dass ich jetzt zum Beispiel in meinem Spiel, gut, ab und zu kann es sein, man springt mal oder man legt sich hin oder so, aber das ist halb so wild. Aber ich habe die Möglichkeit direkt, ohne dass ich OBS fokussieren muss oder das Bild nach vorne holen muss, falls ich es nur im Hintergrund laufen habe, dass ich da irgendwie reinklicken muss. Und ich mache es jetzt quasi einfach über meine Makrotastatur. Ja, das ist ziemlich simpel. Wenn ihr natürlich einen zweiten PC habt, dann könnt ihr einfach mit das OBS-Fenster fokussiert lassen und macht euch da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 als Hotkey hin. Ja, dann wechselt ihr natürlich direkt, weil ihr habt sowieso dann eine zweite Tastatur. Eventuell, man kann natürlich auch mit einer Tastatur zwei Rechner bedienen. Aber das ist eine andere Geschichte. Gut, ihr seht hier, bei dem Intro mache ich halt meine Audioquellen aus. Das heißt, das Intro läuft einfach durch. Und sonst, wenn das vorbei ist, dann ist quasi die Szene ohne das Intro. Das heißt, die sieht dann so aus und dann kann ich direkt in meinen Talk wechseln. Dann seht ihr, ne, ich komme eingefadet, Mikro geht an und dann passt das. So, gleiches kann man natürlich auch mit einem Outro-Video machen und dergleichen. Was man noch machen kann im Pause-Modus, wir könnten hier natürlich noch einen Text hinzufügen. Sagen halt Pause Text. Ja, am besten schreibt man sich immer dabei, was das Ganze ist. Und da sage ich dann kurze Pause, Punkt, Punkt, Punkt zum Beispiel. Wähle hier meine Emmet-Schriftart. Ja, also habe ich schon. 140 zum Beispiel, muss schon recht groß sein. Und dann habe ich hier wieder meine Farbe. Dann nehmen wir jetzt wieder die C8, C8, C8. Und ich könnte noch eine Kontur hinzufügen. Ich nehme jetzt mal die Farbe jetzt nicht im Kopf. Ausrichtung zentriert. Vertikal zentriert. Und wir packen das mal so hin. Achso, wir müssen halt, kleiner Trick noch, ja, würde das jetzt alles hintereinander hängen, ich mache hier einfach ein paar Leerzeichen rein, damit, das sieht man dann gleich, wenn ich das Ganze hier zentriere, war jetzt vielleicht ein bisschen viel, können wir auch kleiner, wir brauchen aber den Abstand, machen wir vielleicht ein bisschen weniger hier. Muss ja nicht ganz so viel sein, dann laufen die halt quasi hintereinander weg und ich zentriere das Ganze wieder. Ctrl D könnte ich natürlich auch drücken, aber nur damit ihr seht, dass man es halt wie es funktioniert, lasse ich die Shortcuts jetzt weg. So, das Ganze wollen wir natürlich noch ein bisschen laufen lassen. Da machen wir auch wieder eine Bewegung rein. Das kann hier ruhig genauso heißen. Und das Ganze wird dann so durchlaufen. Hier brauche ich eigentlich keine Breite oder Höhe begrenzen, wenn das sowieso schon über den Bildschirm hinausgeht. Aber ich kann natürlich sagen 1920. Höhe ist egal. Und dann setze ich das wieder auf den Bildschirm Mitte. Es passt sogar fast hier mit dem Dingens, aber das ist immer noch ein bisschen zu lang. Braucht ja gar nicht so viel, sonst ist nämlich ab und zu kein Text zu sehen.
können das noch ein bisschen schneller stellen. Dann sieht man es besser. Und dann läuft das so durch. Ja, müsste gleich dann genau das nächste kommen. Das zum Beispiel so einfach als kleine Animation. Im Hintergrund wäre jetzt noch das Spiel und es würde kurz drüber laufen, kurze Pause, weil wenn jemand jetzt gerade ins Stream reinkommt, würde er sagen, passiert da nichts oder so, ne? Dann sieht man, ah, okay, der ist gerade in der Pause. Die meisten Leute hauen dann ja immer ab, wenn man eine Pause macht, selbst die schon 2-3 Stunden dabei sind und zugucken. Gut. Das gleiche kann man natürlich dann auch machen, wenn ich sage, ich möchte ein Pre-Streaming machen, dann kann ich im Grunde genommen hier einfach den Text mit einem anderen Text versehen. Pause-Text will ich natürlich hier unterhalb machen, das heißt, je nachdem, wo ich es anordne, muss ich es halt in den Vordergrund oder in den Hintergrund schieben. So, ja, das als kurzes Tutorial, wir sind eingegangen auf die Settings, wir haben Szenen erstellt, wir haben Quellen hinzugefügt, kleine Tipps und Tricks, was das Audio angeht, finde ich sehr hilfreich. StudioMos habe ich jetzt mich nicht mit beschäftigt, weil da ist im Grunde genommen einfach die Möglichkeit, dass ich sagen kann, ich kann dort verschiedene Voreinstellungen vornehmen, bevor ich zu dieser Szene wechsle im Live-Betrieb. Ja, ich habe meine Szenen im Vorfeld alle fertig und packe mir dann quasi, ich baue meine Szenen vorher vor dem Stream, beziehungsweise sie sind eigentlich immer Standard und notfalls muss ich halt mal eine Kamera verschieben oder so, also mein Fenster hier, ne, damit ich halt nicht unbedingt vor irgendwelchen Elementen auf dem Bildschirm sitze. Ja. Mehr wird da nicht passieren, weil ansonsten lasse ich immer alles gleich. Gut, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Follow da, abonniert mich, meine ich, bin ja nicht bei Twitch, dann Daumen hoch, Daumen runter, eure Kommentare, Fragen, Anregungen sind gerne willkommen, ich gehe auch gerne drauf ein und wenn ihr mögt, bis zum nächsten Video, macht's gut, danke und auf Wiedersehen.